Hallo liebe Peppa mit Anime-Fans, ich bin's der Basti und ich bin zurück aus dem Urlaub. Das wird euch sehr freuen, denn das bedeutet, es geht weiter mit unseren Unboxing-Videos und das bedeutet natürlich auch, ihr könnt was gewinnen, wie immer, wenn wir etwas von uns auspacken. Und vor meinem Urlaub, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir Guilty Crown, unsere wunderschöne Komplettbox, ausgepackt. Ich habe euch gezeigt, was alles drin ist. Das gute Stück ist jetzt im Handel erhältlich. Und das haben wir zweimal verlost gehabt und da heißen die Gewinner Jasmin A. aus Maria Gugging in Österreich, herzlichen Glückwunsch, und der Sebastian G. aus Bad Salzuflen. Ihr habt euch beide eine Blu-ray gewünscht, wenn ich das richtig sehe. Genau. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt von der Nora die Blu-rays zugeschickt. Und heute kümmern wir uns um was nächste Woche rauskommt, nämlich Assassination Classroom 2. Die crazy Story rund um Koro Sensei und seine Schüler geht weiter. Zweite Staffel, Volume 1, ab nächster Woche Freitag im Handel. Und das gute Stück sieht von vorne so aus. Von hinten sieht es so aus. Erscheint auf DVD und Blu-ray natürlich. Da sind 6 Episoden drauf, wie immer Deutsch und Japanisch. Da sind die Clean Openings dabei. Trailer sind dabei und auch unser digitaler Code für Akiba Pass, sodass ihr eure Folgen auch auf Akiba Pass euch freischalten könnt. Ich lese euch mal kurz vor, um was es geht. Das zweite Trimester schlägt bereits zu Beginn hohe Wellen. Das Preisgeld für einen erfolgreichen Gruppenangriff auf Koro Sensei wird auf insgesamt 30 Milliarden Yen hochgesetzt. Um den Wettlauf gegen die Zeit und die professionelle Konkurrenz zu gewinnen, müssen die Schüler des Assassination Classroom noch härter an sich arbeiten und 1-2 wichtige Lektionen lernen. Karasumas tödliches Räuber- und Gendarmspiel soll sie dabei unterstützen. Genau wie die neue Spezialkampfausrüstung der E-Klasse, die den Schülern noch effektivere Anschläge auf ihre Zielpersonen ermöglichen soll. Vielleicht hilft ihnen aber auch der neue Mitschüler dabei, einen todsicheren Plan zu entwickeln, um Koro-Sensei endlich zur Strecke zu bringen. Neue spannende Folgen der etwas anderen Serie aus der Feder von Regisseur Seiji Kishi, der hat Persona 4 und Hamatora gemacht, in Zusammenarbeit mit dem Studio Lerche, die Kunst des Tötens als neues Schulfach geht in die zweite Runde. Und wer es nicht schafft, nachsitzen bitte. Ja, das ist Assassination Classroom 2 Volume 1. Und wenn man das dann auspackt, dann sieht das Ganze so aus. Ta-da-ta-ta, so ja. Kann man es noch drehen und dann seht ihr auf die Disc. Koro Sensei steht mal wieder Kopf. Drehen wir Koro Sensei mal richtig, das ist die Innenseite. Und dass ihr auch den Beweis seht, hier tatsächlich Code für Akiba Pass. Da könnt ihr dann das Ganze digital einlösen und euch die Folgen, die auf der Disc drauf sind, auch auf unserer Streaming-Seite akibapass.de angucken. Die DVD so, und damit ihr es auch seht und mir glaubt, hier, check, SK-Sticker, Abziehbar, den klebe ich jetzt hier mal genau auf den Kopf. Wunderschönes neues Kammerdesign, so sollten wir das zukünftig verkaufen. Das könnt ihr gewinnen, wie immer, wenn ihr wollt. Schreibt dazu bitte eine E-Mail an pep@peppermint-anime.de. Die Details findet ihr wie immer im Anschluss unter dem Video. In dem Betreff bitte Assassination Classroom Volume 1, Nummer 1. Schreibt es rein, wie ihr wollt. Einsendeschluss ist der übernächste Mittwoch. Das ist der, wenn der Basti jetzt aufgepasst hätte. Ich glaube, der 2. Juni vielleicht, eventuell. Vielleicht ist es auch der 1. Juni. Ich weiß es nicht. Ich schreibe es auf jeden Fall unter das Video. Ich hätte es mir vorher notieren sollen. Schreibt dazu, ob ihr eine DVD oder eine Blu-ray haben wollt. Und bitte schreibt gleich dazu, an welche Adresse wir das schicken sollen. Das beschleunigt nämlich dann den Prozess des Versandes durch die Nora. Also, falls ihr Assassination Classroom 2 Volume 1 gewinnen wollt, E-Mail an pep@peppermint-anime.de. Und bevor wir für heute fertig sind, vor meinem Urlaub, spielten wir Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Und da gab es auch ein ziemlich cooles Gewinnspiel zu auf Facebook. Und da möchte ich auch kurz die Gewinner bekannt geben, denn wir haben zweimal das Spiel für die Nintendo Switch verlost. Und das hat gewonnen die Mascha Urie und die Jana Schulz. Herzlichen Glückwunsch, die Nora wird sich mit euch in Verbindung setzen und dann bekommt ihr eure Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch zugeschickt. Außerdem haben wir dreimal dieses schnieke kleine Mario Kart 8 Aufziehauto mit Mario in Rennfahrerposition auch verlost. Das geht an die Runa Skadi, an die Marisa Rubino und den Bernd Ulfertz. Auch mit euch wird sich die Nora in Verbindung setzen und wird euch dann dieses gute Stück
zukommen lassen. Ja, das war's für heute. Nächste Woche kein Unboxing-Video, denn es ist sehr traurig. Es ist Feiertag, wir haben frei am Donnerstag und am Freitag sind wir auf Tour. Da sind wir leider auch nicht da. Deswegen das nächste Unboxing-Video übernächste Woche. Da gibt es Erased Volume 2, die Limited Edition für euch zum Auspacken und Gewinnen. Freut euch schon mal drauf. Diese Woche nicht vergessen, ihr könnt gewinnen Assassination Classroom 2 Volume 1 auf DVD oder Blu-ray. Alle Infos zum Gewinnspiel unter dem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Glück beim Mitmachen und ein ganz tolles Wochenende. Macht's gut!